Im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung den Kampf gegen den Krebs zur Regierungssache erklärt. Sie spricht unter anderem von der nationalen Dekade gegen den Krebs. Für Forscher in Laboren und Kliniken, die behandelnden Ärzte und Pflegenden, die Hersteller von Medikamenten und Medizinprodukten will die Bundesregierung die Rahmenbedingungen verbessern. Wer Krebs hat, soll die beste Versorgung bekommen. Im Kampf gegen den Krebs trägt aber nicht nur die Politik, sondern zunächst einmal jeder von uns selbst Verantwortung, indem wir vorbeugen und Früherkennungsmaßnahmen nutzen. Das Risiko für einige Krebsarten wie Lungenkrebs, Darmkrebs, Hautkrebs und Gebärmutterhalskrebs lässt sich senken, wenn wir gesund leben und die uns heute bekannten Risikofaktoren meiden. Oft entsteht Krebs aber durch zufällige Fehler bei der Zellteilung. Das kann bei jedem passieren, unabhängig vom Lebensstil. Das heißt nicht, dass man nichts tun sollte. Vorsorgen ist möglich und gar nicht so schwer. Nicht rauchen, Alkohol in Maßen, tägliche Bewegung, gesunde und ausgewogene Ernährung, Sonnenschutz und das Nutzen von Früherkennungsmaßnahmen. Es gibt kein Allzweckmittel, um Krebs vorzubeugen. Und der Teufel steckt dann häufig noch im Detail. Soll ich Kaffee trinken, Wurst essen, mit dem Handy telefonieren oder meine Zahnfüllungen austauschen lassen? Darauf gibt es Antworten, auf die Sie sich wirklich verlassen können. Zum Beispiel beim Infonetz Krebs. Was ist bewiesen, was nicht? Informieren Sie sich und nutzen Sie verlässliche Quellen. Auch das ist ein Stück weit eigene Verantwortung im Kampf gegen den Krebs.